Moinsen, so, wir sind immer noch am Museum. Da soll ja Mr. Freeze drin sein und der Pinguin, der den ja festhält. Und da wollen wir mal gucken, wie wir da jetzt reinkommen. Komme ich jetzt hier über dieses scheiß Dönse hier rein? Wo haben wir das? So. Es scheint zu gehen. Mensch! Nun bleib doch mal so! Joker hat ausgelacht. Verziehe. Okay. Gut, wir kommen so rein. Das ist schon mal gut zu wissen. Ne, wir gehen gleich rein. Bevor ich mich jetzt hier irgendwie noch verlaufe, gehen wir da lieber rein, ne? Besser ist besser. Jo, dann bin ich ja mal gespannt, was der kleine Pinguin für uns so vorbereitet hat. Jeder weiß ja, dass Pinguin ein... Ja, der ist zwar klein, klein und hässlich, aber den darf man auf keinen Fall unterschätzen. Jo, pff, hat's gemacht und nu? Das ist Pinguingebiet, du Mistkerl. Nein! Dafür, dass du hier eingedrungen bist, werde ich dich in Stücke schneiden. Halt doch mal die Fresse jetzt hier. Alle Besucher mit regulären oder ermäßigten Einkommen. Gleich mal ausschalten, Jungs. So. Das war das. Also man soll ausweichen. Logisch, ne? Wenn du so machst, dann... Der weicht halt aus. Irgendwie weicht er aus und dann weicht er halt aus. Gut, also hier sieht ja schon mal wieder lustig aus. Die ganzen Gebäude sind ja sehr, sehr farbenfroh immer. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Sammlung. Wir legen allen Besuchern einen Abstecher ins Wasserobservatorium nahe. Moment. Hier ist... Okay. Alle Besucher mit regulären oder ähnlichen Eintrittskarten bekommen in der höher gelegenen Eisberglasche ganz besondere Angebote. So, habe ich noch ausgewählt? Ja, habe ich ausgewählt. Natürlich habe ich das ausgewählt. Ach, wir fangen mal vorne an. Ich glaube, ich möchte nicht, dass du in mein Zuhause einbrichst, Batman. Irgendetwas stört meine Kommunikation mit der Bathöhle. Pinguin muss irgendwelche Funkstörsysteme vom Militär einsetzen. Die bekomme ich nur deaktiviert, indem ich sie zerstöre. Hm. Erstmal Finn. Erstmal Finn vor Schreck. Pinguin, an den Sicherheitsmaßnahmen komme ich nicht vorbei. Ich sollte wieder rausgehen und nach Pinguins Störgeräten suchen. Schade. Hätte ja klappen können. Gut, dann müssen wir also raus. Warte mal. Ah ne, hier komme ich nicht raus. Mist, schade. Schade. Gibt's hier sonst noch was drin? Außer, dass die Olle da ständig dazwischen quatscht, wenn ich was sagen will. An den Sicherheitsmaßnahmen komme ich nicht vorbei. Ich sollte wieder rausgehen und nach Pinguins Störgerät. Ja, nun bleib doch mal ganz unruhig. Ich muss doch hier auch mal gucken. Was ist das denn? Wo haben wir sie? Willkommen im Cyber-Sting-Institut für Naturkunde. Batarang! Okay. Das haben wir ja nur schon gelernt, wie das geht. Bang, 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 bang! Alles kaputt machen hier. Jo, dann gehe ich halt wieder raus und suche diese komischen... An den Sicherheitsmaßnahmen komme ich nicht vorbei. Ja, ich gehe doch schon. Meine Güte, bleiben Sie doch mal ruhig, junger Mann. Immer dieses Gedrängele, wisst ihr? Gut. Unterbrecher, warte mal, wir gehen mal nach oben.
funktioniert das Ding eigentlich? Pinguin will, dass das Ding an ist. Mehr musst du nicht wissen. Solange es läuft, gibt es in diesem Rattenloch nichts, mit dem sich etwas nach Gotham übertragen lässt. Hey, funktioniert mein Handy deshalb nicht mehr? Ja, du Blödmann. Deshalb funktioniert dein Handy nicht. Hast du beim Briefing überhaupt zugehört? Nee. Erklärt einiges. Hör zu. Aha. Wenn jemand an diesem Turm rumfuscht, ist es unsere Schuld. Mr. Cobblepot mag es nicht, wenn seine Leute Mist bauen. Habt ihr Waffen? Nein, haben sie nicht. Bam! Aua! Hat der mir jetzt gerade eine Ohrfeige verpasst? Hört doch mal auf, jetzt hier zu stinkern! Gibt keine Waffen hier. Aua! Nur hau doch mal den auf den Mörder! Dem ist so ein tiefer Schnitt. Also Batman hat heute nicht so Lust. Irgendwie. Kommt mir so vor. Okay, da wollen wir den mal ausschalten. Mal kaputt. Am Störgeräteturm befinden sich drei Konsolen. Ich muss alle drei zerstören, um ihn auszuschalten. Okay. Mach ja schon. So, zwei. Und hier auch noch. Und. Ein Störsender weniger. Ich ja, sollte noch einer suchen. Einer. Schön. Was ist da draußen los? Nix. Eines der Störsignale ist gerade verschwunden. Ach. Ich weiß nicht. Dann find's raus. Und während du das tust, überprüfe auch die anderen Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und steck dir die Reste davon. Was? Ich hab den Rest der Nachricht jetzt nicht verstanden. What's the bell? So, also... Richtung ist schon mal gut. Ist hier irgendwer? Ne, die hatte ich ja vorhin ausgeschalten, ne? Zap. Zap, zarap. Wir müssen in diese Richtung. Man sieht es. Das hier ist schlimmer als jeder Knast und ich habe sie alle gesehen. Noch 100 Meter. Na, sag mal, sehen wir das eigentlich auch auf der Karte? Wo ich hin muss? Nein. Warum auch? Dann wär's ja kein Suchen, stimmt. Hast recht. Achso, ja. Ich wurde darum gebeten. Bitte alle Geiseln vom Riddler zu fangen. Zu finden. Trefft eine Entscheidung. Das war einfach mal so. Zu arbeiten, oder seid ihr einfach nur feige? Von jemandem. Ich gehe zu Pinguin. Ich hab Joker schon immer gehasst. Ich auch. So eine kleine Bitte gut, halt, ne? Und das werde ich natürlich auch machen. Ich hoffe nur, dass ich auch alle finden werde und alle retten kann. Dabei werden die meisten von euch verrecken. Jedenfalls werde ich mich anstrengen. Diejenigen, die die Prüfung überstehen, werden es sehr gut haben. Freigetränke in der Iceberg Lounge. So, irgendwo hier hinten ist es. Funktioniert es? Der Logdatei zufolge werden sämtliche Frequenzen gestört. Im gesamten Bereich funktioniert. Ist das drinne oder ist das dahinter? Ich bin da. Kein Funkgerät. Cool. Woher hat Cobblepot eigentlich Militärtechnik wie diese? Er ist ein Sammler. Er hat Sachen da von denen ihr euch rein. Was wissen. Irres Zeug. Zum Beispiel? Vergiss es, Mann. Das Erste, was man bei Cobblepot lernt, Maul halten. Genau. Lass mich nicht hängen, sag's mir. Witzig. Genau das ist dem letzten Kerl passiert. Was soll das sein? Wie meinst du das? Ich renne hier die ganze Zeit im Kreis. Grube voller Ratten, hat gekämpft, tagelang überlebt. Cobblepot war so... Der Laden gehört uns. Die Fledermaus ist hier. Batman, es ist Batman! So wie euch stelle ich mir Leute vor, die Batman aufhalten können. Ja, enttäuscht ja. mich nicht! Pinguin, dreht durch!
Wir müssen Batman schleunigst finden. Das Essen hier schmeckt wie Scheiße. So, einer weg. Wo sind die nächsten? Mal kurz Luki machen. Batman kommt nicht nah ran. Wenn ich ihn sehe, verteile ich sein Gehirn auf dem Bürgersteig. Mir fehlt ein Mann. Das ist nicht gut, oder? Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also für mich ist es gut. Ihr habt gehört, was der Pinguin gesagt hat. Hier drüben, schnell! Hier ist jemand! Das ist nicht gut. Er wacht nicht auf. Wieso tut er das? Wir sind erledigt. Drei Mann. Wir krepieren und wir können nichts dagegen tun. Und alle mit Lass Waffen. Ihn. Wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern. Das ist kacke. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Nö. Also Schiss nicht wirklich. Ein bisschen Respekt vielleicht, aber Schiss? Lasst mich nicht hängen. Das verzeih ich euch nicht. Kapiert? Ich sichere den Unterbrecher. Ja, mach das. Und die anderen? Oh, ich seh's nicht. Der steht da. Der andere ist hier hinten. Der Unterbrecher ist okay. Nein! Da bist du ja. Nicht den! Er ist hier! Naja, Entschuldigung. Verfehlt. Die blöde Fledermaus! Ich werde jetzt hier erstmal aufräumen. Das geht ja so nicht, dass hier so viele Hühnerschrecker rumrennen, ne? Bams und Bams. So. Jetzt können wir es nochmal versuchen. War glaube ich da, ne? Ich wusste, du hast Angst vor mir, Batman. Wer seid ihr denn jetzt, Schwuller? Och, hier, weil es so schön egal, ist. Wo du bist. Irgendwann finde ich dich und dann mach ich. Aua! Das hört sich immer an wie so eine Ohrfeige. Das macht mich sehr unglücklich. Er lässt euch wie ein paar Trottel aussehen. Das ist ja auch nicht schwer. Ganz ehrlich. Schwer ist es nicht. So, meine Freunde. Gut, jetzt. Mal dahin. Hui. Das war doch hier. Da drüben. So, ne? Wo war denn das jetzt? Ich habe hier einen tollen Teilhaber. Ich sichere den Unterbrecher. Der darauf wartet, runterzukommen, um euch zu zeigen, was mit Versagern geschieht. Soll ich mal den Käfig aufmachen? Ja, mach man. Ich muss mich hier gerade konzentrieren. Also Batman ist ja nun mal ein Spiel, das spielst du nicht einfach bloß so. Das spielst du konzentriert bis zum geht nicht mehr. Und man kommt auch selten zum Reden. Wenn er sich da hinten noch verpisst. Irgendjemand muss ihn doch gesehen haben. Hau ab, Mann. Ich sichere den Unterbrecher. Mach das da. Wo ist der zweite hin? Wenn der nämlich jetzt hier um die Ecke geht. Hört zu, wenn ihr ihn nicht aufhaltet, schicke ich jemanden zu euren armseligen Familien und sorge dafür, dass ihnen gehörig wehgetan wird. Dann lasse ich sie bei euch anrufen und um ihr... Leute, doch nicht immer zusammen. Was ist los? Das ist nicht gut. Warum ist das denn nicht gut? Wie mache ich das jetzt, wenn der Ene jetzt sich da mal verpissen würde? Der jetzt auf der linken Seite, ne? Wenn der mal da weggehen würde. Dann könnte ich den nach oben wegnippeln und dann nippel ich den weg. Ganz einfach. Aber nee. Die müssen ja immer aufeinander hocken und hier wie Bruder und Schwester.
Ich nehme dich an der Hand. Oh, ich pass auf dich auf. Oh, Hänsel, bitte nicht. Das ist nicht richtig. Reißt euch zusammen oder ich lasse euch auseinanderreißen. Na nun, verpiss dich doch mal dahinter, Mensch. Ach, weißt du was? Wir machen das einfach so. Da das ja jetzt hier nicht so viel passiert ist, in der Folge werde ich ein bisschen länger machen. Lass mich in Ruhe, Batman! Bitte! Und da freuen wir uns alle. Runter, ausschalten und weg. Und den letzten noch holen. Das kann doch nicht sein! Hier drüben! Yippie-ki-yay! Bam! Bam! Bums! So. Ja, war ja leicht. War ja easy. Jede Pese war das da. So, werden wir den Sender hier ausschalten? So. Und so. Und dann natürlich auch noch so, ne? Und supi. Dufter Typ. Batman hat oben irgendwas mit den Störgeräten gemacht. Wo steckt der Rest von euch Idioten? Wir haben es gerade mal bis unter die Erde geschafft. Stellt es einfach da auf, wo ihr seid. Sofort. Was? Unter der Erde? Auf dem Weg darunter. Verstanden? Ja, Sir, Mr. Cobblepot. Das Signal ist wieder gestört. Anscheinend hat Pinguin irgendwo unter Arkham City einen letzten Störsender aktiviert. Na, unter der Erde. Also, ich sag mal U-Bahn. Irgendwo da muss es sein. Irgendwo, warte mal, wir hatten doch hier hinten, warte mal, ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Wir hatten doch hier hinten, da. Das ist doch U-Bahn-Eingang, ne? War das nicht so, dass das der U-Bahn ist? Na gut, das werden wir ja dann rausfinden. Gut, ich sag mal wieder Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen, natürlich bewerten nicht vergessen. Und dann sehen wir uns morgen wieder und suchen diesen Scheiß-Sender. Und ich sag bis denn dann.